Das wäre früher nicht passiert, dass alle rein durften zu uns. Mein Hans sagte immer, lassen wir einen rein, dann kommen sie alle. Die ganze Sippschaft. Die vermehren sich ja wie die Kalikel da unten, alle quer durcheinander. Kein Wunder, dass die da alle AIDS haben. Die kriegen wir nie wieder los. Wenn das jetzt so weitergeht, bei uns gibt's bald nur noch Türken, Polen und Neger hier. Man weiß ja schon bald nicht mehr, in welchem Land man lebt. Fahrscheinkontrolle, Ihre Fahrscheine, bitte. Okay. Na klar, Scheißtag. Danke. 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 Ich traue mich ja schon nicht mehr auf die Straße, wenn es dunkel wird. Man liest ja so viel in der Zeitung. Naja. Wir haben uns jedenfalls einen Hund angeschafft, als man dem Türken die Wohnung unter uns gegeben hat. Man kann ja nie wissen. Sozialfall. Von wegen. Die wollen alle nicht arbeiten. Mama, guck mal. Okay. Fahrscheinkontrolle, Ihren Fahrschein.